Das ist aber nicht schlecht. Ja, während meine Frau gerade shoppt, wir haben aber schon ein Feuer-Pokémon. Ja, okay. Und sich überlegt, welches Pokémon sie für Rexblizzer austauscht, sage ich, hallo, wir sind zurück. Wir spielen Pokémon Schwert. Ihr seid bei Let's Learn to Play, das habt ihr gefunden. Das ist meine Frau Rika, ich bin Jens. Und haben das große Ziel, dass wir es heute eventuell schaffen könnten, den Champ Cup zu schaffen. Um endlich mal dieses Spiel abzuschließen, um dann widmen. Ja, wir haben danach noch Hauptgeschichte Ende. Ich habe mal geguckt, wie lange es noch ungefähr dauert. Und? Ich weiß keine Zeit, ich weiß noch, was kommt. Grob. Schätze. 2-3 Stunden maximal. Oh. Ja, aber wenn wir uns jetzt ranhalten und nicht Ewigkeiten nach Pokémon suchen. Das? Ich finde das gut. 2-3 Stunden, je nachdem. Genau, sag ich doch. Ich finde das gut. Ich möchte das gerne testen. Ja, du willst es dabei haben, weil es Level 73 ist. Und ich KP, guck dir die KP an. Ja, ich weiß, aber es ist halt, wir haben schon einen Kampf-Pokémon. Egal. Dann nimm es mit. Nein! Das haben wir mal ertauscht bekommen, ne? Nee. Doch, das haben wir nicht selber. Echt nicht? Nee. Ach so. Dann. Ich muss nur eben Libero, aber. Dann könnten wir ihm aber auch den Schwarzgurt geben, den wir Pant Aggro gegeben haben. Und Pant Aggro bekommt die Dunkelbrille für Dunkelattacken. Nee, die nützt er kaum. Das ist so sinnfrei. Dann nicht. Also nee. Dann würde ich sagen. Nee, muss ich jetzt auf und davon! Ja, ich muss welche heilen. Da war gerade was nicht geheilt. Ich hatte das noch gesehen. Dann nicht auf und Nein. davon. Apropos, ihr seht es nicht, aber meine Frau bemerkt es. Merkst du, dass ich das Mikro so hingestellt habe, dass du deine Füße überall hinlegen ja, kannst, ohne dagegen zu kommen? Ja, ich bin begeistert. Es war ja auch mehr für dich ein Problem als für mich. Mich hat's genervt, ja. So, dann mache ich uns mal kleiner. Mich bitte doch. Wir bedanken uns nochmal bei Silence Wardle. Ich will mal das L hinten, diese Klammer, mitlesen. Einfach, weil du uns gerade geholfen hast, mit dem Himo-Deal weiterzuentwickeln. Dankeschön. So, klein. Und immer, warte. Ha. Jetzt ist so wie so ein Frogger-Spiel, ne? Links, rechts. Du musst schon Anweisungen geben. Kannst dich einfach mittendrin aufhören. Silent Sword the Rip. Hallo YouTube. Oh, wie niedlich. Den Chat kann doch keiner in YouTube lesen, oder? Ich könnte. Warte. Weil dann ist das nämlich sehr sinnfrei. Guck, jetzt bist du sogar in YouTube. Es hat zwar noch das falsche Template. Wir haben davor Kingdom Hearts gespielt, aber ja. Balduin! Mach wieder zurück. Hey, ich bin's, Balduin. Du schaust aber verträumt aus der Wäsche. Tja, auch da weiß ich genau den richtigen Ball. Für dich. Hier, bitte sehr. Ein Traumball. Du verstehst? Das kommt jetzt ein aber Ball, gleich nochmal, mit dem sich schlafende Pokémon leichter fangen lassen. Dieser Ball wartet nur darauf, eingesetzt zu werden, wenn man über Pokémon verfügt, die Hypnose oder Gainer beherrschen. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokéball steckt, oder? Jetzt bist du Fame, ja, bei unseren 11 Abonnenten und 2 Leuten, die das gucken, ja! Hey, ach, das war das Ding! Was ist? Das Geräusch, was ich gehört habe. Nee, das Geräusch war im Spiel. Ach so. Guck mal, wer da steht. Wie das Spiel ist. Speicher nochmal. Danke. Was Speicher denn? Doch mal. Was? Speicher. Was heißt denn hier was? Es ist zu laut. Ich höre nichts mehr. Dann machst du doch was leiser. Außer das Spiel. Ich höre nur noch Gedummel. Besser? Ja, jetzt kann ich dich besser hören. Aber vorher war das war wie in der Disco. Das war, du warst ganz, ganz weit hinten. Hörst du das nicht? Doch, natürlich. Ah, guck mal, da oben sind die Trainer. Die wir uns dann. So. Soll ich dir was sagen? Da hat einer unseren Hyperlo. Siehst du das? Ja, ich weiß. Furchtbar. Du bist jetzt dran. Bist du bereit? Stell dich körperlich auf eine. Okay, warte, ich muss den Hopp rein. Ich möchte die Welt vernichten, nicht beherrschen. Hopp hat dafür gewirkt, dass die Welt vernichtet wird.
Selbst Mewtwo konnte ihn nicht aufhalten. Oder nur Arceus hätte es halt fast geschafft. Sind alles Namen, die sind unbekannt. Nee, ich habe die Filme gesehen. Okay, aber Arceus, weißt du, ist der Gott der Pokémon, der der alle erschaffen hat. Ja, aber ich weiß gerade nicht, wie er aussieht, aber ja. Das ist dieses komische, weiße, große Vieh, was so einen goldenen Kranz um sich herum trägt. Ich dachte, das ist das mit der Raum und Zeit. Nee, der hat Palkia, Dialga und Giratina entwickelt, erschaffen. Ah. Und davor ganz viele Mews. Ja. Kann so, ich? Ja. Ich war der allererste, der sich angemeldet hat. Ist das nicht cool? Aber ich bin nur der allererste, sondern auch der allerbeste. Hab ich recht? Okay, du musst dich anmelden. Zum Glück hat er nicht so viel erzählt. Das heißt, er hätte ich da ganz schön. Du bist Challenger Vincent, richtig? Wir haben deinen Kampf mit Spannung verfolgt. Gemäß den Regeln muss ich aber trotzdem überprüfen, ob alle Orden in deinem Besitz sind. Ich bin sowas von bereit, endlich vor allen Leuten gegen dich zu kämpfen. Bettis wurde ja letzten Endes disqualifiziert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ihn noch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ernsthaft? Glaube ich auch. Die Spoiler jetzt. Ja, Foreshadowing nennt sich das. Wie auch immer, komm Vincent, lass uns in den Wartebereich gehen. Gott, ist das doof, den zu lesen. Ohne Scheiß, mir fehlen echt die Namen da oben. An alle Trainer, die Arena-Challenge bestanden haben. Das Vorturnier fängt gleich an. Bitte begebt euch auf den Kampfplatz des Stadions, wenn ihr bereit seid. Gott, diese Musik. Also da hätten sie echt was anderes wählen können. Also hier hätte ich nochmal Pokémon heilen können oder sowas. Wahrscheinlich. Dann mal los. Hoffentlich wird er nicht nervös. Ach, gegen sie nochmal. Nee. Entschuldigung. Das darfst du nicht, das ist gut. Hielt automatisch. Ja, du bist immer noch. Ach so. Ich hab den Zusammenhang nicht begriffen mit Halt automatisch. Ich hab nur den Chat vorgelesen. Das muss man mir mitteilen. Ich muss mich in die Reue ein. Die ist nicht so kompliziert. Moment! Du spielst immer dieselbe. Nee! Doch. Nee. Mir war schon klar, dass du es schaffen würdest, alle Orden zusammen. Ich muss arrogant klingen. Nee, die ist ein Punk, ne? Die ist Punk, traurig, gebeutelt vom Leben. Hast du irgendwas mitbekommen? An der Stelle wurde das Video demontarisiert. Unsere Videos sind nicht demontarisiert, daher. Nee. Na, ich wusste, dass du das Vorturnier erreichen würdest. Es gibt viel, wofür ich hier kämpfe, weißt du? Für meinen Bruder zum Beispiel. Aber ich kämpfe auch für mein Heim. Wie ein bisschen näher ans Mikro, damit man es überhaupt hört. Ja, ich habe auch Schmerzen im Kopf. Heimatstadt ist Pikeform, um ihr auf die Sprünge zu helfen. Aber ganz ehrlich, letztendlich. Will ich unbedingt für mich selbst erkämpfen. Also nimm's mir nicht übel, wenn ich dein Team gleich hart sie nach Hause wege. Ich kann den Chat nicht lesen. Was will ich euch darum unterhalten? Bin ich das etwas dumm? Mann, ich habe doch immer Halsprobleme. Dann trink was. Du jetzt auch. Hier, drück mal was. Leopada. Vielleicht hätten wir die beiden auch auf 60 bringen sollen, weil ich kann, aber die leveln da ja auch hoch. Ja, aber nicht so viel. Ich werde dich ohne Gnade bekämpfen und der neue Champ werden. Ja. Was ist? Mach weiter. Das hat sie gerade nur gesagt. Okay. Und los. Hammerarm oder Fußtritt? Ich würde Hammerarm nehmen.
Na, hat sie nicht. Nochmal. Warte, ich muss mal den Titel kurz bei Twitch ändern. Mach das. Ich vernichte hier. Ja. Wir. Sieger sein, wir werden die Sieger sein, wir werden die Sieger sein. Wir müssen eine Special-Folge für Karneval machen. Mit Kostüm. Oh Gott, ja, natürlich, ja. Eine Krippenrede. Alle in die Kommentare schreien, wir wollen Kostüme sehen. Unbedingt! Nun los zum Champ Cup. Ich mach hier ein bisschen tot mit dem Kandako weiter. Ne? Wie du möchtest. Wir hier werden meistens. Du hast ein Ole, Ole, Ole vergessen. Soll ich nur Ole, Ole, Ole? Naja, du musst hier schon im Stadionatmosphäre bleiben. Ich finde die mittlerweile den Kampf echt chillig. Ich kann mich jetzt wirklich einfach nur auf A drücken. So entwickelt sich halt irgendwann. Naja, ich habe jetzt jedes Mal, wenn ich treffen konnte, war der weg. Ich hatte nur leider nicht, dass ich die Initiative so war, dass ich direkt angreife. Hammerarm ist halt auch eine gute Attacke. Nein, ich habe jetzt Fußtritt auf. Ach so, ja. Ja gut, denk dran, wir haben auch gerade noch dafür gesucht, dass deine Kampfattacken noch stärker sind. Weil ich habe halt nur 10 von den anderen, weißt du? Ich muss mir das ja auch ein bisschen einteilen. Ja. Vor allem, wieso willst du Hüttenreden leiten? Also ich will doch ja, wenn du das à la Karneval machen willst. Wir kommen zwar beide aus dem Rheinland. Nicht sehr effektiv, ich hätte das ja auch mal lesen sollen. Ich stand da, aber ich wollte es ignorieren. Er ist ja eh verwirrt. Ja, und er ist gleich tot, wenn es jetzt weitergeht. Oder? Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Verwirrtsein immer in Beziehung steht zur Intelligenz des Pokémon. Heko! Soll ich mal wechseln? Wie du möchtest. Du machst den Champ Cup. Ich beratschlage, aber ich sag dir nicht mehr, was du tun sollst. Ich teste den jetzt mal. Mach das. Nebenbei denke ich dich ab. Hast du noch nicht gewusst, aber es kommt ein neuer Digimon-Film, ne? Gehört er denn zum Kanon? Ja. Oh nein. Der letzte war schon so verstört. Nee, der ist besser. Also der ist positiver. Da siehst du Tai und Kairi in klein als Babys. Oh. Da siehst du auch alle, die sind dann, glaube ich, noch älter und sind dann halt auch Studenten schon. Mhm. Und die treffen halt nochmal zusammen. Mhm. Wie hieß der? Last Evolution oder sowas? Oder Next Evolution? Kommt der denn ins Kino? Also können wir den jetzt mal in Kino? Wir haben die anderen Filme nie im Kino gesehen. Wenn der, wie, Spoiler? Das war im Trailer. Ja, Schatz. Ich hätte diese Spoilerwarnung abgeben müssen. Es kann auch sein, dass das Pokémon-Fans mit den Digimon gucken. Das ist eine Seltenheit. Guckst du denn Digimon? Wenn der jetzt nein, hast du die 6 Filme geguckt? Ja, wenn er nein sagt, ist es ihm egal. Wenn er den nicht kann. Ja, die Düne maxiert ihn jetzt. Er ist ihr letztes. Die Leute, die schauen extra keine Trailer. Das tut mir leid, aber es war wirklich nicht ja, viel Böses. Ich entschuldige, ich kriege hier vor ihm nein. Wieder. Der Trailer war eh auf Japanisch. Worum es ging, weiß ich nicht. Ich habe halt nur die Bilder gesehen. Und deswegen. Nicht böse gemeint, aber viel kann ich nicht dazu sagen. Ich sehe halt nur, dass es halt nach dem ich letzten sag doch nichts Pokémon-Film ist. Nach dem letzten Digimon. Pokémon-Film, ja, ist gut. Ist vielleicht schon zu viel gesagt. Toll, guck es dir an. Wo lebst du fast jeder Pokémon-Spieler schaut Digimon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball etc. Ey, es gab doch früher, wir sind ein bisschen älter. Meinen Sie, kriegen jetzt ohne dünne Maxierung nur mit dem Blutschlag bleiben? Ist das denn die stärkste ihr? Probier's. Du bist auf 73.
Wir sind doch aus der Zeit, wo die gerade auf RTL 2 liefen. Nein, ist tot. Scheiße! Und da war es doch immer, wer Digimon mochte, mochte Pokémon nicht. Und wer Pokémon mochte, hat immer gesagt, Digimon ist nur ein billiger Name. Fuck. Was ich nicht finde, weil Digimon ist wesentlich bedrückender. Da geht es viel um Depressionen, Zweifel, Ängste. Ey, die Pose von denen ist schon ein bisschen strange, oder? Ich möchte zu der Pose jetzt nicht mich äußern. Ich habe das Gefühl, ich gucke auf eine bestimmte Stelle nur. Ja, ja. Deswegen möchte ich mich dazu jetzt nicht äußern. Ich nutze ja noch Top-Genesung, falls sie heilt ihn komplett. Ja, das ist aber eine sehr effektive Attacke. Ich habe das, direkt. Nein! Ja, aber nur weil es eine schwache Giftattacke ist. Aber er ist schon wieder kleiner. Ja, dann ist jetzt egal, weil dann gehe ich groß. Ja, warum musst du denn jetzt groß werden? Ist doch der letzte. Einmal noch Säure und gut. Meinst du? Ja, ja. Oder halt Überschallknall. Das ist doch egal. Ja, ich weiß gar nicht, ob... Ich könnte natürlich jetzt mir eine Challenge machen und sagen, okay, ich dünne Maxiro überhaupt nicht. Aber macht man die Challenges eigentlich nicht, wenn man das Spiel 5-6 Mal durchgespielt hat? So wie Florentin Will letztes Mal Pokémon nur durchgespielt hat mit Pummeluft? Das ist natürlich erstaunlich. Nee, aber die Frage ist ja jetzt, ob ich das mache. Soll ich einfach gar nicht, soll ich für Nummer komplett weg? Ja, Mary, da hast du Pech. Verloren, aber immer. Ja, ist doch wurscht. Gott. Das interessiert kein Schwein. Man will eine Geschichte erzählen. Da ist keine Geschichte. Versteht, du bist sie. Alle Blicke hier im Stadion waren auf uns gerichtet, während wir gekämpft haben. Zu hören, wie das Publikum meinem Team und mir zujubelt, war einfach das Größte. Oh Gott, komme ich mir so. 5,6 Mal durchspielen. Die Challenge ist ja erst eine Challenge, wenn man nicht weiß, was passiert. Siehste? Ich hab verloren. Verbünde dich nicht mit dem Chat. Der Chat ist mein mit der eine Person im Chat. Ich hab Ich würde das auch einmal machen. Aber wenigstens habe ich den Zuschauern eine Show geliefert, die sie so schnell nicht vergessen werden. Das ist doch schon mal was wert. Und ich werde... Und jetzt? Jetzt werde ich erst selbst zum Zuschauer. Den Rest der Veranstaltung schaue ich mir zusammen mit meinem Bruder. Ich bin schon total gespannt, wer am Ende gegen den Champ kämpfen wird. Ob ich dich anfeuern werde oder jemand anders, weiß ich selbst noch nicht. So, Zeit, das Feld zu räumen. Bis dann. Hoffentlich kann ich die jetzt heilen, ja. Hey, ja. Vincent! Dein Fall. Wir sehen uns ja auf jeden Fall im letzten Kampf des Vorturniers. Bei deinem Match eben wurde mir klar, dass ich einfach gewinnen muss. Meine Pokémon stehen auch total unter Strom, seit sie deinen Sieg gesehen haben. Tschüss, Wiedersehen, Hopp. Also das Schlimme ist, egal was wäre, er wird auf jeden Fall gewinnen. Entschuldige die Störung. Ich weiß, dass du gerade erst von deinem Kampf zurück bist, aber das Match von Hopp endete schneller als erwartet. Er hat einen übergewaltigenden Sieg errungen. Bitte begib dich zurück auf den Kampfplatz, sobald du bereit bist. Ich lerne eigentlich Deutsch. Das war das Problem. Auf YouTube gab es Let's Learn to Play schon. Ich fand aber dieses Spiel mit dem Two-Play, also das 2 und das Play, weil wir 2 sind. Und meine Frau, ich weiß nicht, ob dir das Prinzip des Channels aufgefallen ist oder ob wir das... Guck mal! Hat er doch gesagt, automatisch heilen. Naja, aber ich dachte halt jetzt Nein, ganz am Anfang. Er hat gesagt, automatisch heilen. Aber ich dachte halt nur am Anfang. Nein. Ach, wie schön. Jeden Kampf. Das Spiel ist ja fair für Kinder. Auf jeden Fall. Das Channel-Prinzip ist ja grundlegend, meiner Frau Spielen beizubringen. Also beziehungsweise mein Hobby näher zu bringen. Und sie stellt sich manchmal sehr trottelig an. Das ist nicht böse gemeint, aber doch. Guck dir Dark Souls an. Guck dir einfach nur Da hat sie meinen PC fast geschrottet. Es gibt Geschichten von Metal Gear Solid, die sind mega lustig. Oh, gegen Hopp. Oh, warte, da muss ich lesen. Moment, ich erkläre es gleich weiter. Ich muss gerade... Entschuldigung. Ja. Yeah. Ich musste gerade an den Beginn unserer Reise in Furlongham zurückdenken. Delion hat uns beide gerade ein Pokémon geschenkt. Damals habe ich mir geschworen, dass wir uns hier gegenüberstehen würden. Diesen Schwur habe ich hiermit eingelöst. Und jetzt schnappe ich mir den Sieg.
Darf ich ihn vernichten? Mach. Auf dass er nie widersprechen kann. Mhm. Erklär weiter, ich beschäftige mich. Wir müssen so gucken, wie weit die Folge ist. Auf jeden Fall. Wir machen hier keinen, wir machen doch, hier One-Cut. Nein, machen wir nicht. Auf jeden Fall. Gab es halt auf YouTube leider das Let's Learn to Play schon. Und ich fand es ein bisschen lustig, es Let's Learn to Play zu nennen, auch wenn mich viele Leute das fragen werden oder uns. Und um halt uns nicht einen anderen Namen zu überlegen, weil die Kombination schon gut funktioniert, weil halt to play, let's learn, to, let's play, also diese ganze Kombination, habe ich sie einfach so gelassen. Ich bin vielversprechend. Pam. Ja. Hammerarm ist einfach eine tolle Attacke, seit Pokémon XY. Aber wenn du ja gerade nichts Wichtigeres machst, hast du denn vielleicht schon die Bilder oder den Trailer gesehen zu der Neuauflage von Pokémon 1? Dieses 3D-Monstrum? Auf Netflix musst du schon dabei sein. Ja, auf Netflix kommt die demnächst raus. Das sieht so mega strange aus. Willst du weiterkämpfen? Ja, kannst du machen. Ich hab doch gesagt, ich werde dir nicht mehr viel sagen. Du musst das jetzt selber. Du hast diese Reise gehabt, um... Da steht es nicht dahinter. Das nee, weil das Pokémon noch nicht da steht. Ja, dann. Doch, antun schon. Aber wahrscheinlich schaue ich danach nochmal die Originalvariante. Wenn ich mir überlege, das war mein erster Film im Kino. Und jetzt das nochmal so zu sehen. Alles, was im Moment neu rauskommt, finde ich scheiße. Also, bescheiden. Ja. Also wenn die das alles in drei komischen 3D packen, ich halte einfach ein bisschen viel. Also ich möchte sagen, dass ich im Moment eine hier jedes Mal direkt tue. Ich glaube, bei ihm wirst du es nicht sofort schaffen. Weil der halt Stahl ist. Aber da würde ich die stärkste Attacke schon verwenden. Boah, Schnabel! Ja, gut, das ist, weil er die höhere Initiative hat. Wie findest du das? Ich habe einiges aus Delions Kampf gelernt. Klar, irgendwas hat er gedacht. Das ist interessiert mich. Ah, ja. Glück gehabt. Ja. Der Stahl hat halt eine hohe Verteidigung. Ist egal. Pandago macht sie alle platt. Der heißt Pandagro. Egal. Ich nenne ihn so, wie ich ihn nennen möchte. Ist ja mein Problem. Ritziegel. Davon gibt es ja weiter? Mhm. Wusste ich gar nicht. Nein. Aber ich werde, da tust du dir weh, wenn du drauf haust. Ja. 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 So muss das. Ich drück nur noch A. Ich mach gar nichts mehr. Ja, das ist der Gag bei Rollenspielen. Am Ende bist du nur noch A bashen. Gortrom. Weiterkämpfen, Schatz! Sollen wir nachher mal ein 2v2-Battle mit 4 Pokémon, also wie in der VGC machen, mit der Skalierung? Das Skalierung sind die Pokémon für den Kampf auf Level 50 hoch und runter gesetzt. Wir wollten jetzt hier erstmal uns durch die Liga arbeiten, aber das muss die Frau nachher entscheiden, weil sie den Kampf auch führen muss. Was? Was ist los? Ich habe das noch nicht mehr verstanden, was ihr da gesprochen habt. Er wollte wissen, ob du nachher mal gegen ihn kämpfen möchtest. 2 gegen 2. Das? Ja, natürlich. In der Welt des Internets geht das. Von mir aus? Aber wie war das mit Level 50? Na ja, wenn deine Frau gewinnt, bekommt ihr einen Preis. Jetzt kriege ich irgendwie Angst. Nee, wahrscheinlich bekommen wir den Meisterball. Irgendwen haben wir ja noch in der Hand. Also, warum musst du Fuß drücken? Bei einem Fuß. Weil der gerade noch klein war! Als ich das gemacht habe! Du passt ja nicht auf! Doch, doch, aber ich beschäftige mich halt auch ein wenig mit der einzelnen Person im Chat. Ja, komm, einmal drauf! Ja, aber muss ich jetzt immer maxieren? Eigentlich wollte ich das nicht.
kannst du nicht. Ich müsste echt demnächst mal unseren Twitch-Channel mal ein bisschen besser moderieren. Oh, Hopp, oh, jetzt fängt das an. So beginnt die Legende von Hopp und des Weltuntergangs. Ja, vielen Dank, Vincent. Es war schön, dich an meiner Seite zu haben. Wieso? Bin ich weg? Du stirbst jetzt. Das ist bin ich jetzt erschossen? Damit ich das Vorturnier beende. Damit ist das Vorturnier beendet. Alle Trainer, die Arena Challenge bestanden hatten, haben gegeneinander um den Sieg gekämpft. Aber nur der Allerbeste unter ihnen darf in das Finalturnier einziehen. Und dieser Trainer ist Vincent! Hey, hey, was für eine Überraschung! Eben ja, AFK. Zwei, ne? Ja, kein Problem. Meisterbälle sind für einen Verjährt, benutze ich auch nicht, aber den brauchen. Den will man in der Sammlung haben. Da waren nur noch zwei Trainer. Genau, es waren nur zwei. Ich weiß, Sania meinte, wir hätten das Potenzial, so zu werden wie die Helden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich nie als Held gesehen. Eher als Schurke, das passt. Du hingegen. Ist dir eigentlich klar, dass du die Chance hast, etwas ganz, ganz Großes zu leisten? Vincent, meinen Glückwunsch an dich. Panagro und dein ganzes Team. Achso, so. Komische Betonung. Ich habe nur mit einem anderen Pokémon gekämpft. Er war zwar kurz vorm Abkacken, aber... Da hat Delion den das gelesen. Bitte vorher was trinken? Witze! Was für ein bewegender Kopf! Wir sind glatt die Treppe gekommen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie mir geschieht. Seht euch nur an! Ihr seid aus dem Dorf aufgebrochen, habt fantastische Teams zusammengestellt und mit allem gekämpft, was in euch steckt. Euer Siegeswille war in jeder Attacke zu spüren. Dieser Kampf hat einfach alles verkörpert, was für mich einen wahren Pokémon-Kampf ausmacht. Dieser Trainer, der damals zugehört hat, euch gezögert. Euch eine Empfehlung für die Arena Challenge zu schreiben, muss sich jetzt echt dämlich fühlen. Das bin, glaube ich, nicht mehr ich, oder? Nee, das bist du. Also, allerdings, vor allem, wenn man bedenkt, dass du dieser Trainer warst, Bruderherz. Du sagst es doch. Wer weiß, wer mein Gegner im Champ-Match sein wird. Aber meine Pokémon und ich werden ihm oder ihr mit allen, was wir haben, die Stirn bieten. Ich sage es ganz offen heraus. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du mein Gegner sein wirst, Vincent. Genau, Vincent. Jetzt geht's erst richtig los. Aber ich bin total alle. Ich gehe mich erstmal etwas im Hotel entspannen. Davor solltest du aber noch Energie tanken, Hopp. Kommt, lasst uns alle etwas essen gehen. Können wir gerne machen. Aber wehe, du wählst wieder irgendeinen x-beliebigen Schuppen. Ich will was Ordentliches zu essen. Auch ja, wirklich, ne? Leuchtstäbchen. Hm, jetzt müssen wir da ins Hotel. Ist das Hotel? Vincent, Challenger Vincent, einen Augenblick bitte. Ich muss dir unbedingt ein paar Fragen stellen. In Ordnung? Großartig. Wie jeder weiß, hat Velion, der Champ der Galar-Region, dir und Hopp eine Empfehlung für die Arena. Entschuldigung, ja, sorry. Wie fühlst du dich jetzt nach deinem Sieg über Hopp, den man gut und gerne als deinen Rivalen bezeichnen kann? Da, darfst du raussuchen. Verstehe. Und hast du etwas, was du Hopp gerne sagen möchtest? Aha, verstehe. Du siehst ihn also auch als deinen Rivalen. Ganz unter uns. Denkst du, du hast eine Chance, den Titel zu gewinnen?
Mach einfach Mitte. Jetzt reicht's aber, langsam. Was sollen diese ganzen unverschämten Fragen? Vincent ist total groggy. Außerdem sind wir mit meinem Bruder Delion verabredet. Also lassen Sie uns bitte in Ruhe. Aber natürlich, kein Problem. Wir hoffen schwer, dass die Pokémon-Liga bald einen neuen Star bekommt. Viel Erfolg noch. Warum? Mögen die Delion nicht? Weiß ich doch nicht. Puh, als Promi hat's man echt nicht leicht, was? Wo bleibt mein Bruder eigentlich? Ich hab einen Mordshunger. Der hat sich bestimmt wieder verlaufen. Hm. Einige Stunden? Die warten eine Stunde in diesem Foyer? Hm. Wo steckt Delion bloß? So spät ist er sonst nie. Er hat mich noch nie hängen lassen und hält sich immer an jedes Versprechen. Champ ist ja auch nur geworden, weil er es mir ganz fest versprochen hatte. Pünktlich zu einer Verabredung zu kommen, sollte dagegen doch ein Kinderspiel sein. Da. Ah ne, da bin ich auch. Wie habe ich den gesprochen? Eben. Ich hab gelispelt. Musst du hier so einen Lärm machen, Alter? Nee, du musst mehr Emo werden. Die ganze Energie hättest du mal in den Kampf stecken sollen. Da wären sie nützlicher gewesen. Emo-reicher. Ja, mit mach weiter. Ha! Erzähl mir was Neues. Ich mache mir wirklich Sorgen um Delion, klar? Außerdem muss ich mir von jemandem wie dir keine Moralpredigt anhören. Wie soll dich in dem Outfit jemand ernst nehmen? Wow, Klamottenbashing. Wow, wenn du immer nur aufs Äußerste achtest, wundert es mich nicht, dass du verloren hast. Und was den Sam angeht, der ist zum Rose Tower gegangen. Wieso denn das? Keine Ahnung warum. Ich habe ihn nur zufällig auf der Monorail-Haltestelle gesehen. Ich soll euch ausrichten, dass er sich etwas verspätet, weil er irgendwas im Rose Tower erledigen muss. Im Rose Tower? Ausgerechnet jetzt? Was will er da bloß? Sag mal, Ness, könntest du uns vielleicht den Weg zum Rose Tower zeigen? Vincent und ich haben leider keinen blassen Schimmer, wie man da hinkommt. Du bist genau wie dein Bruder. Reicht man euch den kleinen Finger? Wollt ihr gleich die ganze Hand. Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass sich wegen euch noch der Start des Finalturniers verzögert. Außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch. Immerhin habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Am besten trommle ich zur Verstärkung auch gleich Team Yell zusammen. Statten wir dem Rose Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Also ganz ehrlich, ne, von dem Weg her hätte das jetzt so klingt. Statten wir dem Rose Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Ja, du musst zu Joker-mäßig. Mhm. Mach weiter, damit ich das Video beende. Du bist der Größte, Ness. Vielen Dank. Jetzt wird rangeklotzt. Und zwar so richtig. So, Speicher und dann machen wir hier erstmal Pause. Ja, aber guck mal, dann haben wir doch in der Folge schon mal sehr hilfreich und effektiv das Vorturnier geschafft. Ja. Jetzt kommt die Geschichte. Ja. Und danach kommt die Liga. Ja. Mach hinne! Ja, ist ja gut. Ich habe heute noch einen Kampf zu bestreiten. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Rika ist fribbelig. Ich wollte fickelig sagen, aber... Dämmer! Unfassbar.